Hallo YouTube, hallo Mitspieler, herzlich willkommen zum fünften Teil des Tutorials zu Prison Architect in der Alpha 20. Wir wollen uns heute kümmern um den Yard, auch ein ganz, ganz wichtiger Raum oder ein ganz, ganz wichtiges Gebäude in Anführungszeichen im Prison Architect, denn auf dem Yard, da wird sehr viel gemacht, was die Jungs brauchen, damit sie eben nicht völlig am Rad drehen, völlig durchdrehen und völlig aus der Rolle fallen. Der Yard ist im Prinzip ein recht einfaches Gebäude. Man wählt einfach hier auf dem Raum den Yard aus. Der Yard ist Outdoor. Ich glaube, man kann ihn auch Indoor machen, aber Outdoor ist er halt einfach angenehmer. Also ich weiß nicht, ein Yard Indoor, in der Halle rumrennen ist mehr eine Sporthalle wie ein Yard in meinen Augen. So, jetzt können wir den Yard hier hin machen und dann haben wir schon. Ja, so einfach geht's. Jetzt haben wir ein Yard. Dieser Yard würde jetzt genutzt in der Zeit, wo die Gefangenen dann zum Beispiel auf den Yard dürfen. Zudem hat es den Vorteil, dass so ein Wächter sich dann auch in die Holdingcell begibt oder auch ein Wächter mal auf den Yard läuft, um dort ein bisschen zu patrouillieren. Mal gucken, ob das irgendeiner macht. Ob irgendeiner da jetzt rausgeht. Nee, passiert nicht. Also jedenfalls, die Gefangenen können dann dort ein bisschen ihre Freizeit verbringen. Ist natürlich nicht so einfach, auf einfach so einer großen Fläche seine Freizeit zu verbringen. Deshalb gibt es hier auch wieder Objekte, die ich dann jetzt auf dem Yard zum Beispiel stellen kann. Gerne genutzt sind die Hantelbänke für Training der Gefangenen. Die trainieren gerne ein bisschen. Stellen wir da mal vier Hantelbänke hin. Auch gerne genutzt von mir. Weiß ich gar nicht, ob das überhaupt dafür gedacht ist, aber auch gerne genutzt von mir. Ist ein Billardtisch in den Yard zu stellen. Da können die sich ein bisschen entspannen, indem sie da ein bisschen Billard spielen. Und was ich ultra gerne in den Yard stelle, sind Telefonzellen. Dass die Leute in ihrer Yard-Time dann mit ihrer Familie telefonieren können. Weil normalerweise gibt es bei mir in der Holding Cell keine Telefonzelle. So, die beiden hier, die drehen völlig am Rad, machen die ganze Zeit die Tür auf und zu. Deshalb machen wir die einfach mal auf, damit das nicht so nervt. Weil die hier ständig irgendwie, die wollen raus und dann doch nicht und dann doch und dann doch nicht. Ja, so. Jetzt ist immer noch Schlafenszeit. Die ist relativ lang und jetzt wird man auch gleich sehen, wenn die Jungs aufstehen, haben die ein Bedürfnis und das heißt duschen gehen. Wenn sie denn irgendwann mal aufstehen und wenn sie Freizeit haben oder Yard-Time, dann werden die auf den Yard gehen und dann werden die sich dort, körperlich betätigen, falls sie irgendwann mal aufstehen. So, jetzt sehen wir auch schön, die haben jetzt Freizeit und schlafen einfach weiter, weil sie eben nicht zum Duschen geschickt werden. Ist so ein generelles Problem, dass man die Jungs dann nicht kontrollieren kann. Also ich vermute mal, die machen gleich einen Aufstand wegen der Hygiene. Ich würde euch gerne noch zeigen, wie sie den Yard benutzen, aber ich glaube nicht, dass wir da jetzt direkt dazu kommen. Wahrscheinlich gibt es erstmal Haue. So, die rennen jetzt nämlich erstmal alle duschen. Weil sie sich nämlich ziemlich schmutzig fühlen. So. Also ihr seht, die duschen. So viel noch zur Schauer. Gehen dann auf Toilette in der Schauer. Und wenn sie dann sauber sind, dann gibt es irgendwann nochmal Yard-Time. Jetzt sind sie in der Schauer, also die müssen da drin sein. Und spätestens jetzt würden sie uns wegen der Toilette eben aufs Dach steigen. So, jetzt nutzen sie hier drin die Fernseher und die Telefonzelle. Das ist alles super, aber wir können sie momentan noch nicht rausschicken auf den Yard, denn uns fehlt was ganz Wichtiges, nämlich der Warden, der sagt, jetzt dürft ihr raus oder jetzt habt ihr Freizeit. Die haben keine Freizeit, die sitzen in der Zelle hier ihre Strafe ab. Und es gibt irgendwann Yard-Time und wenn die kommt, dann melde ich mich wieder. So, da bin ich schon wieder ohne Yard-Time. Sie haben jetzt Free-Time, also das heißt, sie dürfen, wenn sie wollen, rausgehen und das machen die beiden. Und die rennen dort im Kreis, das ist Exercising, also sprich, die trainieren, indem sie eben im Kreis rennen. Manch einer hebt dann auch mal Gewichte oder telefoniert oder spielt Billard, aber die beiden, die wollen halt im Kreis rennen. Man hat da nicht so einen wirklichen Einfluss drauf, was die Jungs da machen. Das entscheiden die selbst. Das ist ja auch das Interessante hier an Prison Architect. So, in der Telefonzelle, da in der Holding Cell, wird auch gerne mal telefoniert und so weiter. Es müsste jetzt irgendwann nochmal eine richtige Yard-Time kommen, wo die alle rausgeschickt werden. Dann melde ich mich gleich nochmal wieder.
So, jetzt haben wir die Zeit, wo Yard-Time ist. Das heißt, das ist eine Zeit, da müssen die auf den Yard, ob sie wollen oder nicht. Mal gucken, was die mit ihrer Zeit dort anstellen. Eventuell spielt mal einer Billard oder telefoniert oder rennt rum. Scheinbar haben die alle überhaupt kein Interesse, sich auf dem Yard aufzuhalten. Die müssen förmlich dazu gezwungen werden, da rauszugehen. Die meisten von denen haben einfach nur Hunger und sind genervt, dass es nichts zu essen gibt. Ja, und deshalb gammeln die jetzt ein bisschen auf dem Yard rum und schnappen ein bisschen frische Luft. Den Yard kann man ebenfalls ausbauen, wie man das gerne möchte. Da kann man nicht nur Hantelbänke hinmachen, da könnte man auch Fernseher hinstellen, Sofas hinstellen, Bänke hinstellen, Tische hinstellen. Der Freiheiten sind da keine Grenzen gesetzt. Ihr könnt einen vollen Luxus-Yard ausbauen, wenn ihr das möchtet. Könnt, müsst aber nicht. Also wir können jetzt zum Beispiel hier noch hingehen und können sagen, okay, wir stellen hier vorne irgendwo noch eine Bench in den Yard. Dann können die sich da draufsetzen, wenn nicht gerade mal wieder ein Autosave dazwischen kommt. Und ja, dann wird hier auch noch eine Bank gebaut. Also man kann da Tische bauen, Bänke bauen, Fernseher bauen, Telefone bauen, Billardtische bauen. Man kann da im Prinzip, kann man da alles Mögliche bauen, um den Gefangenen da Luxus oder auch nicht Luxus zukommen zu lassen. Wie ihr das Ganze handelt, was ihr daraus macht, ist euch überlassen. Kaum haben wir die Bank gebaut, schon setzen sie sich hin und genießen ein bisschen Komfort. Das war's zum Yard. In dem nächsten Video, im nächsten Teil des Tutorials, kümmern wir uns dann um die Küche und eventuell auch mal im Anschluss direkt an die Kantine, weil die Jungs, die haben Hunger und die drehen bald durch, wenn wir nicht bald was unternehmen. Ich sage an der Stelle erstmal danke fürs Zuschauen, hoffe, es hat euch ein paar Informationen gebracht, die ihr vielleicht noch nicht so wusstet. Ja, das ist jetzt nicht ganz so kompliziert, aber der Vollständigkeit halber wollte ich ihn eben mitmachen. Ich sage danke, wünsche euch noch viel Spaß auf YouTube, wünsche euch noch viel Spaß mit meinen anderen Videos, wünsche euch noch viel Spaß mit Prison Architekten Alpha 20 und bis zum nächsten Video sage ich einfach mal, ja, macht's gut, bye bye.